Moin Moin, Servus und willkommen zurück bei Evolent 2 mit Mine Muta. Ja, in der letzten Folge haben wir die ersten zwei Taktikkämpfe hier ausgefochten. Ist wieder ein neues Spielelement dazugekommen, was ich ziemlich cool finde. Denn ich habe schon als Kind diese Taktikkämpfe gemocht, also Taktik-RPGs gemocht. Und ja, Sinn dahinter ist einfach jetzt gerade geschichtlich gesehen, dass uns der Großmagus aufhalten möchte, nach Dämonia zu kommen. Und wir natürlich nach Dämonia wollen. Denn wir wollen den Krieg verhindern und haben uns mit dem Kaiserreich zusammengeschlossen für diesen Kampf. Und ja, gespannt jetzt dann, wie es weitergeht. Aber erstmal fechten wir hier diesen Überraschungsangriff aus. Und schauen, was hier passiert. Hier liegt jede Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Fina? Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden. Vermutlich ist ein befehlshabender Offizier geflohen. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig. Wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leitenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nichts weiter als vorrücken. Dort drüben steht ein Kommandozelt. Rekrutieren wir mehr Soldaten. Mal schauen, ob ich das überhaupt kann. Willkommen im Kommandozelt. Nein, denn das habe ich schon in der letzten Folge gemacht. Na, ach so. Und ich denke mal, da es Überraschungsangriff heißt, dass wir jetzt gleich überrascht werden. Dämon! Dämon! Jetzt! Attacke! Ja, da sind einige Dämonen. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Dämon, nieder mit den Invasoren! Beruhigt euch! Legt bitte eure Waffen nieder. Ich bin es, Menos, Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Hm? Menos? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Hm? Tod den Verrätern! Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Menos. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine Wahl. Entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir. Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Okay, jetzt sind wir umzingelt. Oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und unten haben wir 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. 14 Gegner. Dann bleiben wir erstmal mit dem hier stehen und greifen den Nahkämpfer an. Rücken dann mit dem hier vor und hauen drauf. Schade, hatten. Wow. Nicht ganz gelangt, dass er jetzt nicht sofort in der ersten Runde stirbt und vielleicht nochmal eine Chance hat. Machen wir das so. Hauen da drauf. Schade. Hat auch nicht ganz gelangt. Wie es aussieht. Bekämpfen wir erstmal hier oben die Gegner. Ja, gehen wir dahin. Und stürmen. Kuro haut hier drauf. Perfekt. Und so ist die erste Runde auch schon mal vorbei. Aber mir schwant Böses.
Oder auch nicht. Sehr gut. Dann kann ich ihn ja noch einmal heilen. Das ist ganz cool. Also er stirbt nicht sofort. Fina geht dann nach da und heilt ihn. Ja, komm, haut drauf. Dämon, machen wir den. Kuh geht geradeaus rüber. Okay. Machen wir so. Ihn ziehen wir nach ganz oben und wartet dann. Ach stimmt. Ich hatte ihn ja, sie ja, ja, ihre Kraft zusammenziehen lassen. Au. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal mit Fina, mit der Lieben. Stürmen heißt es hier, stimmt. Gehen wir hier rüber aber und perfekt, ihn kann ich angreifen. Mit Menos gehen wir schon mal runter und hauen auf den Fernkämpfer. Das gleiche machen wir hier so. Kuro geht da rüber und greift an. So hin. Angreifen. Und er kann dann den letzten Schlag machen. Perfekt. Dalkin blockt alles schön, das finde ich ganz cool. Also haben wir da gut entschieden, ihn da so zu positionieren. Jetzt muss ich nur schauen, wie es mit Fina ist. Okay, Fina kann bis hier auf jeden Fall. Dann schauen wir, genau, perfekt, greifen dann hier unten an. Ihn ziehen wir einen weiter und schießen. Hauen wir da drauf. Dalkin ist ja noch recht gut dabei. Warte mal, wie weit kann ich denn Fina ziehen? Eigentlich müsste ich sie ja dann auch nach da ziehen können. Probieren wir es aus. Hauen wir da drauf. Das sieht doch vielversprechend aus, schon mal. Sehr schön. Dann nach da und... Ah, okay. Heilen wir mal deine Kugel. Ich hatte gehofft, mit ihr, ihre Spezialfähigkeit ist, dass sie alle heilen kann auf einmal. Aber sie hat den Schlitzer. Gut, jetzt kriegt Menos gerade mal so ein paar Probleme. Ja, das sieht gar nicht gut aus, Menos. Gut, dann bleibt sie hier stehen und heilt ihn. Ihn ziehen wir einen nach
da und bekämpfen da den Bogenschützen. Ziehen wir dann auch rüber und greifen ihn an, dann haben wir den nämlich weniger. Mit ihm gehen wir dorthin. Perfekt. Nach da. Warten. So, und jetzt habe ich noch Menos. Menos geht nach da. Und haut schön drauf. Jetzt haben wir nur noch diesen einen Feind. Okay. Ich mach das mal, dass wir das auch gesehen haben. Sehr schön. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir so leid, Menos. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Menos. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten sollen. Sonst ist all das hier umsonst. Ja, da hat er recht, da hat er recht. Ich hoffe, es werden nicht allzu viele Dämonen. Das wäre nämlich echt schade. Aha, aha. Hier kann ich dann Ritter. Aber holen wir uns erstmal... Okay. Wir sehen, jeder neue Rekrut wird auch teurer. Das ist schade, aber es fördert natürlich das taktische Vorgehen. Jetzt haben wir zwei Rekruten und einen Bogenschützen. Die Rekruten werde ich wohl das nächste Mal aufrüsten. Und jetzt ist erstmal die Qual der Wahl. Gehen wir nach oben, wo wir wohl weniger Kämpfe zum Ausfechten haben. Oder gehen wir unten lang, unten lang. Wo der Weg wohl schneller ist, aber wir mehr kämpfen müssen. Schwer, schwer. Unten oder oben? Unten oder oben? Ich möchte eigentlich die Belagerungswaffen sehen. Also gehen wir mal nach oben. Geheimwaffen. Das sind hier zwei. Dann habe ich drei. Und wenn ich hier unten, dann hätte ich aber auch drei. Der Kawaii. Okay, die Brücken vom Kawaii-Fluss. Sehr cool. Aber da hätte ich halt auch drei. Deswegen... Ach komm, gehen wir nach oben. Wenn der Weg von den Kämpfen her das gleiche jetzt erstmal ist. Leutnant, wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen in absolut makellosem Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs beschützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke. Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas, stimmt's? Ja, ja, natürlich. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollten wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Ihr könntet sie zum Fliegen bringen, sie teleportieren oder sogar eine magische Abwehr benutzen. Das könntet ihr doch, oder? Ist es tatsächlich schon so spät? Ich muss wirklich los. Viel Glück. Aha. Kann der wohl nicht so zaubern, wie er vorgibt? Ach. Und wenn ich auch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abgezogen. Soldaten! Vorwärts, Marsch! Hä? Leutnant? Dämonie ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut. Ganze Abteilung, kehrt!
Nein, nein, nein. Ihr nicht. Halt, wartet. Ich, nicht ihr. Andersrum. Na gut, fangen wir von vorne an. Ja, da ist der Gute wohl etwas verwirrt. Und ich denke mal, wir werden das gleich jetzt ausnutzen. Wie schrecklich. Diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt. Wenn die Belagerungswaffen Dämonia erreicht, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmern wir sie. Ja, das habe ich vor, das habe ich vor. Mal schauen, ob das dann tatsächlich jetzt nur ein Kampf wird. Ja, es wird nur ein Kampf. Ihn ziehen wir nach vorne und schützen. Der geht auch nach ganz vorne. Ziehen wir ihn dahin und wartet. Ihn dahin und wartet. Ihn dahin und wartet. Sie nach da und stürmen. Sie nach da und stürmen. Und er einfach geradeaus. Und stürmen. Weil wenn sie eh warten müssen, dann kann ich sie auch stürmen lassen. Dann gibt das nämlich gleich eine schöne Attacke, hoffe ich. Wow, das ist gemein. Also die muss ich wohl echt am Anfang sofort ausschalten. Neben den Bogenschützen natürlich. Aber die Bogenschützen sind jetzt nicht so gefährlich. Da sind die Belagerungswaffen echt gefährlicher. Mach mal hier einen Schlitzer. Sehr schön. Du bleibst stehen. Du kannst mich von da aus angreifen. Du gehst dann nach da und... Perfekt. Wie geil. Aha, wartet mal, abbrechen. Du gehst dann nach da und machst den Hieb. Geiler Scheiß. So, Angriff. Wow, das tat weh. Warten. So, dann machen wir erstmal das Katapult kaputt. Ja, gehen wir unten lang und schützen wir ihn noch. Das war echt eine richtig gute Entscheidung, das so zu machen, hoffe ich. Mit Minus werde ich dann nach unten gehen. Aber Fina wird erstmal heilen müssen. Boah, wie gemein, jetzt gehen alle auf Minus. Auf Kuro, Gut, das Katapult wird auf jeden Fall kaputt gemacht. Du gehst nach da und... Ja, auf den hier. Da machen wir das dann so. Und so. Stürmen. Das Stürmen war nämlich ziemlich geil. Du gehst bitte nach da unten und heilst ihn. Dann gehst du nach da und greifst ihn an.
Ein Bogenschütze weniger. Sehr schön. Wir gehen nach hinten. Wir müssen nämlich weiter laufen. Jetzt sind beide Katapulte schon mal weg, was sehr gut ist. Perfekt. Es scheint doch ganz gut zu laufen bisher. Gut, Fina wird halt wieder heilen. Nice, nice. Es läuft doch, Leute. Es läuft doch ganz gut. Menos geht nach da und macht Badabam. Och, es läuft. Sehr schön. Es freut mich, wie es läuft. Halt. Ihn ziehen wir eins runter und lassen da angreifen. Wartet da. Du gehst bitte nach da und heilst Dalkin. Dalkin ist jetzt voll und darf angreifen. Stellen wir uns dem Gegner mit den beiden. Nein, wir haben einen Rekruten verloren. Oh. So, der Leutnant ist down. Heil mal bitte Kuro. Kuro geht's nämlich echt nicht so geil. Und wir hauen da drauf. Perfekt. Ziehen wir hier nach oben. Na komm, vereisen wir ihn, dann ist er auch tot. Gehen wir dahin, warten. Du läufst jetzt echt da. Du bist echt uncool. Sehr, sehr uncool. So. Aber er müsste, ja. Sehr geil. 703 Punkte haben wir. Hurra! Wir haben alle Katapulte zerstört. Leider bezweifle ich, dass dies die einzigen waren, über die der Magus verfügt. Wir müssen seine Truppen auf diesem Weg einholen, sonst werden sie mit dem Rest Dämonen einnehmen. Ja, das haben wir vor. Oh, schade. Dann kann ich das tatsächlich immer nur am Anfang machen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Willkommen. Ja. Nein, 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 nein. Ich möchte das so machen. Ach, zurück. Ja, Leute, ich hoffe, die Kämpfe waren für euch doch schön anzusehen und die Folge hat euch gefallen, denn wir sind wieder am Ende der Folge. Falls euch meine Let's Plays im Allgemeinen gefallen, würde ich mich über ein Abo richtig freuen. Und ja, ansonsten freue ich mich auch natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in diesem Sinne, tschüss.